Was geht ab? Willkommen auf zu einem neuen Video von Hardscope HD. Es sieht gerade nur so aus, also als wäre er größer, weil bin ich größer. Er steht gerade nur auf dem Podest. Ja. Zeig mich nach unten. Ja, nee, nee. Und ja, viel Spaß beim Video von ihm. Ich hoffe, du machst ein Video, sonst ist es voll sinnlos. Aber sonst. Guten Morgen. Heute ist der Tag 2 der Comic-Con. Herr Max packt da hinten schon Sachen zusammen. Das geht mal nicht. Ich mache mich jetzt fertig. Ich habe gerade noch da die ersten Tage rübergezogen. Ich muss jetzt mal meine Sachen zusammenpacken, mache mich jetzt fertig und dann geht's wieder ab. Erstmal was frühstücken und dann geht's ab auf die Messe. Habt ihr alles, Mädels? Ja, ich besitze schon alles. Ich hab alles, ja. Okay. Dann. Wollen wir jetzt die Gäste verabschieden? Nein. Tschüss. Tschüss. Ich war vor der Wohnung. Okay. So, der Schlüssel ist abgegeben. Wir haben ausgecheckt. Wir tun jetzt die Sachen ins Auto und gehen dann erstmal. So, meine Freunde, wir haben jetzt fertig gefrühstückt. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück zum Auto. Jetzt müssen wir noch mal schauen im Hotel, ob da jemand da ist, weil wir noch was klären müssen. Aber wenn da jetzt keiner da ist, dann fahren wir jetzt weiter zur Comic-Con und machen uns da noch mal ein Chili-Milli. Und heute fahren wir ein bisschen früher los, weil heute geht es ja wieder heim. Herr René muss heute Abend noch seinen Zug erwischen. Ja, aber ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal zurück zum Hotel. Wir kaufen nichts. 75. 75. Schau, dass du weiterkommst. Ach, jetzt sei halt nicht so, Mann. Es passt schon, gib her. So, Freunde, wir sitzen jetzt im Auto. Sache mit dem Hotel ist abgeklärt. Wir machen uns jetzt auf den Weg wieder zur Comic-Con. Und ich würde sagen, los jetzt! Jetzt drehen wir was! Fleisch! Table, and I must say I got a taste for a flipping.
Leute, ich stehe hier mit dem Kurudo. Was geht ab? Willkommen auf zu einem neuen Video von Hardscope HD. Es sieht gerade nur so aus, also als wäre er größer, weil bin ich größer. Er steht gerade nur auf dem Podest. Ja, zeig nicht nach unten. Ja, nee, nee. Und ja, viel Spaß beim Video von ihm. Ich hoffe, du machst ein Video, sonst ist es voll sinnlos. Aber nein, sonst. So, Freunde, wir waren gerade beim Kuruno, wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt. Ich muss sagen, auf die Entfernung war es so ein bisschen so, aber wo wir dann bei ihm waren, ultra sympathischer Kerl. Er nimmt sich so viel Zeit. Er nimmt sich so viel Zeit für seine Zuschauer und alles mögliche. Also Kuruno, richtig cooler Typ. Wenn ihr Kuruno nicht kennt, dann schaut einfach mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Mega cool, einfach richtig, richtig cooler Typ. Wir laufen noch ein bisschen weiter durch die Messe, klappern nochmal die anderen halt ab und ich würde sagen, bis gleich. Yo, Freunde, ich schaue heute irgendwie richtig kaputt aus. Wir waren gerade noch ein bisschen am Rumlaufen, haben noch ein bisschen rumgeschaut. Dann habe ich gerade die zwei Jungs vom Zweikampfsofa getroffen, was auch richtig cool war. Hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwelche so jetzt in meinen YouTuber-Umkreis von der Größe her treffe. Fand ich richtig cool. Grüße gehen an die beiden Jungs von Zweikampfsofa raus. Wir chillen jetzt gerade hier noch ein bisschen, warten auf den Chani, weil der hat Hunger, der holt sich noch was zu essen. Heute von der Comic-Con kommt ein bisschen weniger, weil ich mehr hier, man sieht, Spiegelreflex und Schwebestativ am Filmen bin, weil ich noch ein Video allgemein über die Comic-Con machen werde. Ob das Ganze auch auf meinem Kanal erscheint, weiß ich nicht, denn der Max und ich haben ein bisschen was anderes mit dem Video geplant, aber dazu gibt es noch ganz andere Infos. Und ja, wir waren jetzt auf jeden Fall auf dem Channel, bis der mal mit seinem Essen kommt. Und dann werden wir in circa 2-2,5 Stunden auch schon wieder aufbrechen auf den Heimweg. Aber jetzt verbringen wir noch ein bisschen Zeit auf der Comic-Con und weiter geht's. So, meine Freunde, wir haben uns jetzt mal ein bisschen Platz hier in der Halle gesucht und ich habe mir was gekauft, und zwar eine World of Warcraft oder Warcraft for Beginning Era Überraschungstüte. 10 Euro hat der Scheiß gekostet, aber ich war einfach neugierig und ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach mal gemeinsam auf. Okay, ich habe sie offen. Was haben wir hier? Wir haben einmal, oh mein Gott, ultra nice. Wir haben einmal so Pinner von WoW. Wow, sau nice. Was gibt dir mein Tütchen noch her? Leeres Blatt Papier. Einen Allianz Aufkleber. Und es war's. Dafür 10 Euro. Für die beiden Sachen habe ich jetzt 10 Euro geblecht. Ja, ich würde mal sagen, das war ein Fehlkauf. Das geht auch mit 2 Euro, Alter. Mindestens 2 Euro. Schon Preis. Aber die Dinger finde ich geil. Wie das? Was ist das? Ja, das sind so Amtpinner. Echt? Sau geil. Naja. Man kann nicht immer Glück im Leben haben. 10 Euro für einen Aufkleber und 5 Ampenner. Was soll's. Wir warten jetzt auf René, der ist auf dem Klo. Dann chillen wir hier noch. Wir haben jetzt gleich 4:30. Und dann machen wir uns ab auf den Heimweg. I'm not usually the one who acts out. All those crazy little things we all kind of dream about. Right here, one or a few on there. Man, did you see me though? 'Cause I sure put on the show. I'm dancing on the tables and I must say I gotta taste. Mamma, lui sa che cosa ha fatto? The fuzz. Sei già a casa? Gianni, nimm den Schwanz aus dem Mund. Okay. Sì, man. Non lo so, non. Halt die Fresse! Si. Mhm. Ciao, ciao. Non serve da chiamare. Er schreit einfach. Ciao. Mit seiner Mutter telefoniert. Gianni, oi, oi, oi.
Rufa o Capito! Sala 20. Finito, Gianluca. Komm, wir haben jetzt nicht gedacht. So, meine Freunde, wir sind jetzt im Auto angekommen. Comic-Con für uns vier, die letzten zwei Tage jetzt vorbei. Ja, wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Wir haben 432 Kilometer, knapp 4 Stunden Autofahrt vor uns. Wir fahren jetzt als erstes noch tanken, weil wir haben fast keinen Sprit mehr. Salamente. Und dann geht's für uns auf die Autobahn Richtung Heimat. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt los und sehen uns auf der Fahrt. Oder beziehungsweise, wenn wir bei Max sind, nochmal für ein endgültiges Fazit. Put on a show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for flipping out. I'm glancing at the haters and I know they wish they didn't shit. So, wir sind jetzt wieder aus dem Megas außen. Machen uns auf den Weg zum Auto, wo ich es ist kalt. Ja. Wir sind jetzt gerade wieder an dem Rastplatz, wo wir gestern Abend schon oder gestern Nacht, sagen wir mal, waren, weil da ist der Subway. Eigentlich wollten wir nochmal zum Subway, aber wir haben uns doch für Maggis entschieden, weil zweimal Subway an einem Wochenende ist, glaube ich, dann doch zu viel. Ey, nur Fastfood gegessen, Leute, Alter. Wir haben das Wochenende wirklich nur Fastfood gegessen. Also man muss das so sagen, ich habe alleine gestern und vorgestern, glaube ich, 30 oder 40 Euro nur verfressen, weil, wo ich bei Max angekommen bin, gab es Burger. Dann kam der René, hat der René Pizza bestellt, da habe ich ein Knoblauchbaguette gegessen. Dann sind wir losgefahren, da waren wir hier in Subway. Boah. Dann sind wir oben angekommen, dann habe ich beim Café mich vollgehauen. Dann habe ich auf der Messe noch was gegessen, dann habe ich abends noch mal Pizza gegessen, dann habe ich heute auf der Messe noch mal Pommes und alles in mich reingehauen und jetzt noch mal hier alles. Also ich habe sau viel Geld mitgenommen und also sagen wir 95% habe ich wirklich nur verfressen, Alter. Das ist richtig krass eigentlich. So, wir sind jetzt am Auto angekommen. Das ist kalt. Wir sind jetzt am Auto angekommen und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg heim. Warte! Salamente! Was ist? Der Elektronik ist voll kurz. Ich verstand heute durch, hab nur zwei Tage gebraucht. Denkst du, Alter, das ist dein Ding! Hast du jetzt aufgelegt? Ja. Okay. Danke, willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich hätte gern ein großes Cola. Kommt noch etwas dazu? Nee, das wäre alles. 2,79, alles zum zweiten Fenster. Salavente. Was macht jetzt 2,79? Alles sind die teuer. Hallo? Wie schön. Biegen Sie links ab. Halt's mal. Am Ende der Straße. Danke. Biegen Sie rechts ab. Grazie salamente Fleisch! Biegen Sie rechts ab. So verabschieden wir uns nicht heutzutage beim Maggis so geht's. Oh,
Wir sind jetzt angekommen hier in Fürth. Wir stehen wieder vor Max, seiner Gangster-Hut. Ja, die drei Jungs. Einmal der Gianni. Ja, hi. Der Max, der René. Die verabschieden sich jetzt heim. Jungs, erstmal Gianni, dein Fazit zum Wochenende. Genial. Genial? Einfach genial. Einfach genial. Max. Ich weiß ja nie wieder mit euch. Das war schon geil. Deins. Hammer. Geil. Hammer geil. Fantastisch. Also von mir bekommt ihr dann später nochmal ein ausführliches Feedback übers Wochenende. Von den Jungs erstmal ein Kurzfeedback. Also, auch von mir nochmal. Fang ich mal an, ne? Halt's Maul, verpiss dich. Von mir auch nochmal jetzt ganz kurz mit den Jungs. War mega geil. Wir waren ja schon letztes Jahr auf der Gamescom. Letztes Jahr. Ja, da ist ja das leider mit dem Auto mit der Scheibe passiert, was nicht ganz so cool war. Aber dieses Jahr ist alles gut gegangen. Mit dem Hotel ist alles gut gelaufen, mit der Hochfahrt, mit der Runterfahrt, mit der Messe. War alles mega, mega cool. Und die Jungs habe ich jetzt sicher daheim abgesetzt. Kann ich gut Auto fahren, Jungs? Kann ich gut Auto fahren? Kannst du, und jetzt hör auf zu flocken, mir ist kalt, ich will nach Hause. Ja, gut. Nee, auf jeden Fall cooles Wochenende gewesen. Von mir, wie gesagt, gibt es nochmal was Kleines, wenn ich jetzt einfach daheim bin, weil mein Akku ist auch gleich leer. Jungs, sagt tschüss. Ja. Salavente. Ja, salavente, Gianni, salavente, salavente. Falsch. Salavente. René, salavente. Salavente, Bruder. Auf jeden Fall, wir sehen uns nochmal, wenn ich daheim bin. Usually the one who acts out. All those crazy little things we all kinda dream about.